Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Bushido und ich bin gerade im Urlaub mit meiner wunderhübschen, braun gebrannten Frau, die ich mal wieder dazu genötigt habe, dieses wunderbare Ansagevideo aufzunehmen. Das erste im Jahre 2014, wir haben jetzt mittlerweile schon fast Mitte, Ende Januar und ich habe mich eigentlich noch gar nicht gemeldet hier im neuen Jahr. Hängt damit zusammen, dass wir es uns ein bisschen gut gehen lassen haben. Wir haben schön relaxed, ein bisschen entspannt mit der Familie, bei der Familie und die letzten Wochen hatten wir auch noch einiges zu tun gehabt. Jetzt befinden wir uns im Urlaub. Wir sind hier im Nahen Osten. Wo genau ist jetzt auch erstmal egal. Auf jeden Fall haben wir im Hintergrund wunderschöne Berge. Dort sind wunderschöne Sandstrände mit einem wunderbaren Meer und das ist einfach unglaublich. Also schönes Kontrastprogramm zu den Malediven. Hier ist es auf jeden Fall mal ganz anders. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall sehr schön. Also ich fühle mich gut, du auch? Alles okay? Ja, alles gut. Ja, heute schön in der Sonne gebrutzelt, schon ein bisschen Sonnenbrand. Aber so muss das sein. Die Tage genießen wir, bis wir dann mal wieder im schönen Deutschland dann zurück sind. Ja, warum ich mich hier melde, und zwar folgendes. Wollte euch auf jeden Fall erstmal ein wunderschönes, gesundes, neues 2014 wünschen. Euren Familien, euch alles Gute. Ich wünsche fast allen alles Gute. Wenn ich fast alle sage, meine ich natürlich die ganzen Leute, die bei der BZ arbeiten, bei der Bild-Zeitung, Berliner Kurier, Gregor Gysi, dem wünsche ich auf jeden Fall auch nichts Gutes. Und kam das so vor in den letzten Wochen, nachdem er ja da irgendeinen so komischen homosexuellen Straftäter da vertreten soll, der sich angeblich durch irgendwas gestört fühlt. Kam mir das schon ein bisschen vor, so als großer, betagter Politiker, jetzt plötzlich irgendwie so den Anschein zu erwecken, als hätte er Langeweile. Also Gregor Gysi an dieser Stelle von meiner Seite aus ein Angebot, wenn Sie irgendwie Langeweile haben sollten, dann anstatt dann irgendwelche irrelevanten Menschen zu vertreten, können Sie gerne bei uns zu Hause vorbeikommen und uns mal die Kinder abnehmen. Ja, dann haben Sie mal richtig was zu tun. Können Sie mal hier die vier, wie nennt man das, Rabauken? Stöpsel. Rabauken aber auch, ne? Ja, aber richtig. Ja, dann können Sie sich mal hier um die vier Rabauken kümmern und so. Und dann werden wir mal sehen, ob Sie dann eine Woche später immer noch so viel Langeweile haben, damit Sie irgendwelche unsinnigen Anzeigen da irgendwie erstatten und irgendwelchen anderen Dingen nachgehen können. Ja. In der Politik klappt ja auch nicht mehr so gut, habe ich gehört, jetzt nach der großen Koalition und Linke ist jetzt auch nicht so angesagt und so. Na egal, das ist auch ein anderes Thema, das hatten wir letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir keine Bundestagswahlen, das bedeutet, wir müssen uns nicht um die FDP kümmern, nicht um, wie hießen sie denn alle, Serkan Thörin und Claudia Roth und Wobereit und sowas alles. So, die haben dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen mehr Ruhe verdient nach den ganzen Sachen und ich denke mal auch gerade Herr Wobereit hat auch mit dem Flughafen in Berlin auch noch gut viel zu tun. Ne, da braucht er jetzt auch nicht sich jetzt wieder um andere Sachen kümmern. An dieser Stelle auf jeden Fall noch mal ein Wunsch von meiner Seite aus. Also wir sind jetzt zwar von Berlin geflogen, von Berlin-Tegel sind wir dann nach Doha geflogen und so und dann weiter geflogen. Also ich fände es super, wenn wir das dann mit dem BER auf die Reihe kriegen würden, weil dann, glaube ich, könnten wir auch irgendwie mit Emirates oder so direkt irgendwo dahin fliegen, wo wir hinwollen und sowas. Oder vielleicht auch mit Singapore Airlines oder so. Oman Airline kann ich auch noch empfehlen. War letztes Jahr super, war auch von Maldivien geflogen sind, war auch schönes Essen, sehr lecker. Gut, nichtsdestotrotz ist jetzt auch vollkommen egal. Also, gesundes neues Jahr 2014, hoffentlich wird das besser als das letzte Jahr. Letztes Jahr war nicht so geil, obwohl bei uns auch ein paar schöne Dinge passiert sind, sind aber auch ein paar schlimme Sachen passiert, aber das ist jetzt auch egal, das war letztes Jahr. Wir schauen auf jeden Fall zuversichtlich in die Zukunft und ich wollte noch ankündigen, also am kommenden Freitag, am 24. wird dann das Video erscheinen, glaube ich, über das die letzten Wochen nur geredet wurde. Und zwar haben meine Wenigkeit und Farid Bang und Kollega zusammen ein Video gedreht und das wird dann am Freitag erscheinen. Ich freue mich, dass das dazu gekommen ist und ansonsten habe ich ja dann ziemlich viel Resonanz bekommen, sehr viel Positives, sehr viel Negatives und über das Positive freue ich mich, das Negative ist mir relativ egal, auch diese ganzen Rapper-Kollegen von mir, die da jetzt irgendwie so rumheulen und sowas alles, es ist alles ganz entspannt, macht euch keine Sorgen. Ich kann euch einen Tipp ans Herz legen, also wenn ihr irgendwie Stress habt und mal wieder denkt, ihr müsst Luft irgendwie oder Ärger rauslassen, dann fliegt einfach in die Sonne, so wie wir es getan haben. So, wir sind jetzt hier, glaube ich, so bei knapp 30 Grad. Schönes Panorama im Hintergrund mit den Bergen, aber soll egal. Ich mal zeigen? Ja, machen wir dann gleich, wenn ich fertig bin, ne? Ja, man merkt jetzt, meine Frau, je mehr Videos sie aufnimmt, desto mehr entwickelt sie so diesen Regisseur-Touch und den Regisseur-Charakter. Und an dieser Stelle werde ich mir dann auch nochmal überlegen. Vielleicht können wir auch mal einen anderen Film drehen, so nebenbei. Ja, was? One Night in Oman? Nee.
Weißt du, damals, Jarek hat ja unser Angebot abgelehnt, aber gut. Schade. Ja, besser so, man ist bescheuert. Wir sind jetzt verheiratet, haben Kinder, man, so Blödsinn. Stimmt. Wir sind jetzt bodenständig geworden. Ja. Also, wie gesagt, am Freitag Farid Bang, Kollega und Bushido mit ihrem ersten gemeinsamen Video vom Album, welches am 14. Februar erscheint, Sony Black. Freue ich mich, dass die beiden Kollegen sozusagen mir da zur Seite stehen für mein neues Album. Und an dieser Stelle, wenn ihr irgendwie was für eure Sachen braucht, dann könnt ihr euch immer gerne bei mir melden. So, wäre mir auf jeden Fall eine Freude. Ja, 14. Februar ist auch schon bald, ne? Ist jetzt noch so 3,5 Wochen circa. Dann geht's dann los mit Sony Black. Und ihr könnt natürlich bei Amazon noch kräftig bestellen. Ja, haben wir noch ein paar Limited Boxen da irgendwie. Diese Riesendinger, die 32 cm Teile mit Vinyl und Comic und T-Shirt und allen drum und dran und pipapo. Ansonsten gibt es natürlich auch die Standardversion, auch bei iTunes könnt ihr euch die Standardversion mit den Instrumentals schon mal vorbestellen. Habe ich persönlich auch gemacht, gefällt mir. Ja, und ansonsten wollte ich nur mal loswerden, seid ihr auf jeden Fall alle korrekt. Ich fühle mich gut, ich bin hier mit meiner wunderhübschen Ehefrau im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub, und wir liegen am Strand und wir gucken uns Filme an und essen wunderbares Essen und machen halt so Dinge, die Mann und Frau machen. Und wir vermissen natürlich auch unsere Kinder. An dieser Stelle auch Grüße an meine Schwiegermutter, ja, und an unseren also an meine Schwiegermutter und meinen Schwiegervater, an die Eltern meiner Frau. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns die Kinder abgenommen habt. So, das war ein Geburtstagsgeschenk meiner Schwiegermutter. Auf jeden Fall bist du richtig korrekt. Ja. Finde ich gut, dass. Jetzt den Platz im Video? Ach ja, die will unbedingt im Video mitspielen. Aber da haben wir ja beim Geburtstag deiner Oma ja auch schon mal drüber geredet, ne? Mal gucken, ob wir da vielleicht mal irgendwie was machen. So mit Rambo-Outfit und mit hier so Kriegsbemalung und sowas alles. Und dann ziehen wir in den Krieg. Ja, wie gesagt, Freitag Video, Sony Black am 14.02. Ihr könnt diesen Kanal hier abonnieren. Ich glaube, mittlerweile ist der Abonnierknopf hier oben irgendwo. Wenn nicht, ist der auf jeden Fall da. Ja, ich weiß nicht mehr so richtig genau, weil irgendjemand hat das da, glaube ich, ein bisschen umgestellt. Ansonsten könnt ihr unten auch kommentieren, ihr könnt einen Daumen hoch, einen Daumen runter geben. Und ihr könnt auf jeden Fall mir einen Gefallen tun, kommentiert doch einfach mal, was könnte Gregor Gysi parallel oder neben seiner unglaublichen, erfolglosen Karriere als Politiker sonst so alles machen. Ja, das könnt ihr mir hier unten reinschreiben, ich werde mir das mal ein bisschen durchlesen. Freut mich auf jeden Fall über eure Vorschläge. Und ansonsten könnt ihr immer gerne bei mir im Forum vorbeischauen. Kongo wird dort alles klären. Und die nächsten News kommen dann auch irgendwie an dieser Stelle. Auf jeden Fall nochmal schöne Grüße an Shindy, ja, und an Arafat und an den schlanken Ali und an alle anderen Jungs, die da in Berlin gerade ein bisschen am Zittern und am Frieren sind. Und ja, alle, die mich kennen, grüße ich auch nochmal. Ich versuche jetzt ein bisschen Zeit zu schinden, weil dann die Fliegen, die nerven dich gerade ein bisschen. Mm, so, ne? Dich so. Auch, du stehst immer auf einem Bein. Ja, Alter, unglaublich. Ja, ansonsten haben wir auch einen netten Kollegen im Flugzeug getroffen auf dem Weg nach Doha. Da sagen wir aber nicht, wer das war. War auf jeden Fall eine lustige Begegnung. Und ich hoffe, der verbringt seine Flitterwochen auch schön, wo immer er auch hinfliegt, mit seiner angetrauten Frau. Ja, und ansonsten, wie gesagt, mein Name ist Bushido, ich wünsche euch alles Gute. Das Jahr 2014 wird auf jeden Fall Action geladen. Ansonsten an alle anderen, fickt euch ins Knie. Und ich hoffe, ihr kriegt alle einen positiven AIDS-Test. Auf Wiedersehen.